Hey Leute, willkommen zurück in der Irrenanstalt. Ah, sind wir ready für Lorenzo? Ich bin mir nicht sicher. MacReady, komm rein. Wo ist eigentlich Jackie? Oh, das ist ja dann ganz düster. Gut. Hast du eine Ahnung, was uns erwartet, MacReady? Ich will es mir gar nicht vorstellen hier. Der gute Lorenzo von Matterhorn. Nicht, was ich für Folge 69 geplant hatte. Ich sag euch, wie es ist. Wobei, naja. Gut, wir müssen ein bisschen aufs... Ich wollte gerade sagen, ich muss ein bisschen aufs Gewicht achten. Denn in weiser Voraussicht habe ich... den Fatman ausgerüstet. Zögere nicht. Okay, ja, klar. Sie dürfen Lorenzo nicht befreien. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Wird an einem anderen Ort geöffnet. Okay, gut. Oh, hast du den nicht gesehen, Jack? Abgedumpfte Metallrüstung. Ach Quatsch, die Machete kannst du ebenfalls behalten, du dummer Hund. Holzkiste Einsteiger. Gut, das knacken wir. Das wäre doch gelacht. Okay, gut. Wir knacken es nicht beim ersten Versuch. Beim zweiten. Wie schön. Na gut, wir nehmen den Redaway. Und die Lunchbox. Was war da drin? Kreide? Wir sind jetzt gefüllt mit Kreide. Zementsack. Okay, was liegt hier sonst noch rum? Niemand, der Comics liest hier, oder was? Okay. Erkennungsmarken. Ach komm, Quatsch. Okay, ich glaube, hier geht's dann los. Wir versuchen, das Abramelin-Feld abzuschalten. Das ist das Einzige, was Lorenzos Ausbruch verhindert. Wir müssen da rein und sie aufhalten. Hallo, das ist Lorenzo? Jack. Ist lange her, dass ich das Vergnügen eines persönlichen Besuchs hatte. Was Vater, ist mit deinem Kopf? Ich werde dir mein Ende setzen. Meine Kräfte sind gewachsen, Jack. Das Artefakt will mir noch so viel beibringen. Hm. Und wenn ich frei bin, bringe ich dir auch alles bei. Ich kann dich erst rauslassen, wenn ich das Artefakt entfernt habe. Mal sehen. Bei Lucifers Eingeweiden. Sie haben alle Sicherheitstüren verriegelt. Ich muss sie von hier aus nacheinander entriegeln, während du dich den Gang entlang bewegst. Schnell jetzt! Okay. Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Bei Lucifers Eingeweiden. Ich erzähle gerne, wie man an mehr Serum rankommt, sobald ich hier draußen bin. Okay. Also, richtig. Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten. Das Abramelin-Feld ist abgeschaltet. Lefty? Komm her. Verdammt, Lefty! Mysteriöses Serum. 4. Okay, wir haben mehr als genug. Okay, was? Warum willst du das tun, mein Freund? Warum willst du das tun? MacReady! Beherrsch dich! Hast du meinen Schuss gesehen, MacReady? Der war viel besser als deiner. Erwischst du den da? Zack. Käfigrüstung mit Helm. Elektrifiziertes Schwert. Ich wollte gerade sagen, ich sah dich doch rein, mein Lieber. Meine Liebe, entschuldige bitte. Könntest du dir erledigen? Ach, quatsch doch nicht. Können wir ihn aufhalten? Hör nicht auf meinen Sohn. Er ist hier der Verrückte. Hm. Sieh nur, was er mir angetan hat. Ich habe eine Sicherung in das Eindämmungsfeld integriert. Stell die 4 Abramelin-Generatoren auf manuelle Steuerung. Dann kann ich tödliche Zeta-Strahlung in seine Zelle strömen lassen. Tu das Richtige. Öffne diese Tür und lass mich raus. Wenn du die Generator nicht schnell umschaltest, befreit er sich selbst. Dann gehen wir alle drauf. Denk okay. An alles, was dir Jack erzählt hat. Ach Quatsch, du laberst wie ein Creep, Alter. Ihr seid doch alle verrückt.
Aber du laberst wie ein Creep, ich töte dich einfach. Und gute Nacht. MacReady hat's gefallen. Ihr hättet mich ewig ausgesaugt, wenn's nach euch gegangen wäre. Mickriger Wurm, denkst du wirklich, du hättest die Macht, mich zu zerstören? Leb wohl, Vater. Sprich mit Jackie. Kannst du das jetzt, können wir das jetzt öffnen? Oh, aber du hattest ein... MacReady hat das nicht gefallen? Dass ich das geöffnet habe, oder wie? Kuriositätentür. Was hast du hier? Eingelegtes Fleisch. Aufbereitetes Wasser, gib mir das. Das ging dir aber gut hier, mein Freund. Das ging dir gut. Oh. Psch, psch, psch. Du hattest sogar nett. Comics. Du warst das Körperteil. Ich habe solche Comics gesammelt. Das finde ich super, dass du die gesammelt hast. Gemüsesuppe. Bist du eine Gemüsesuppe, mein Lieber? Was hast du hier an deinem Kopf, mein Lieber? Ach, das ist dein Helm. Okay, hey. Jackie. Wir hatten keine andere Wahl, oder? Keine Ahnung. Was hätte er getan? Ach, entscheide selbst. Das musst du für dich selbst entscheiden. Ich weiß. Er hätte natürlich uns beide getötet. Und dann den Rest meiner Familie. Und das wäre erst der Anfang gewesen. Seine Verbrechen, als er damals noch frei war. Nur wegen des Einflusses meiner Familie ist er hier gelandet und nicht in der Todeszelle. Die Welt heute, sie ist für Monster wie geschaffen. Nichts hätte ihn aufhalten können. Nein, ich habe meine Frage beantwortet. Wir hatten wirklich keine Wahl. Okay, cool. Was jetzt? Ich muss meinen Vater begraben und hier alles schließen. Ich komme nie wieder zurück. Bevor du gehst, ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Ich brauche deine Dienste nicht mehr. Belohnung? Du brauchst mich nicht? Ich verdiene mehr. Ich denke, ich hätte mehr verdient nach allem, was ich für dich und deine Familie getan habe. Du hast ja recht. Ich bin gerade etwas durcheinander. Lass mich nachdenken. Weißt du, ich war so nah dran, das Artefakt zu verstehen. Da ich es jetzt direkt erforschen kann, kann ich vielleicht was Nützliches damit machen. Komm in ungefähr einer Woche wieder zu uns nach Hause. Vielleicht war meine ganze Forschung doch nicht umsonst. Okay, damit kann ich leben, du dummer Hund. Damit kann ich leben. Okay, MacReady, das eine hat dir gefallen, das andere hat dir nicht gefallen. Das tut mir leid für dich. Das tut mir wirklich leid für dich, MacReady. Dann würde ich sagen, begeben wir uns auf zu neuen Abenteuern. Auf zu neuen Abenteuern. Ich weiß nicht, was mit dem Helm los war, aber den konnten wir ja nicht nehmen. Aber wir haben seinen Anzug. Wir haben seinen Anzug. Das ist doch auch was. Muss reichen, es muss reichen. Was gibt's hier sonst noch Schönes? Nichts mehr. Na gut. Komm, MacReady, das ist nicht mehr unser Bier. Du hast ihn gehört, er braucht uns nicht mehr. Na gut, dann bleib eben unten. Oh, meine Nase juckt schon wieder. Es ist immer das Gleiche. Warum ist das so laut? Oh, hi. Wo kamst du jetzt her? Okay. Oh, ist er noch... Wo ist er? Hat der überlebt? Das würde mich noch interessieren. Okay. Also irgendjemand hat hier eine Vorliebe für Zigarren. Das ist klar. Das haben wir festgestellt. Na gut, und hier geht's dann wieder raus, richtig? Yes, okay. Kamen wir hier? Ah. Nee, hier war's. Gut.
Aber war nicht hier noch irgendwo einer von Marias Leuten mit einem Helm? Oh, hoppala. Hoppala, da war mein Finger wohl zu schnell am Abzug. Oh, hier liegen sie. Seht's euch an. Wer wären wir, wenn wir da nicht noch ein bisschen einsammeln würden? Kronkorken. Aber es sind alles Raider. Es sind alles Raider. Siehst du das, MacReady? Siehst du das? Oh, nee, das waren Söldner. Gunner, Wachbekleidung. Gut. Gut. Also, ja, nein, nicht gut, aber naja. Okay, gut. Wir gehen erst nach Sanctuary, um abzuladen. Dann... Okay, das... Ja, das ist jetzt natürlich wenig interessant. Erst Sanctuary abladen, dann Clio verkaufen. Oder wir laden einfach ab, komm. Aber wir haben so viel Stuff, den wir verkaufen könnten. Naja. Fehlgeschlagen, hilft bei der Verteidigung von der Oberland Station. Ja, okay. Das habe ich gar nicht mitbekommen, sorry. Gesamten Schrottlager. MacReady? Komm kurz her, mein Lieber. Komm. Aufgepasst. Handel. Ja, exakt. Gib mir. Alle, gib mir. Ah, was gibt's? Ich nehm dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Hörst du das, MacReady? Piper ist nett. Den Fatman, den lassen wir hier. Oh, wir sind viel zu schwer. Okay, wir haben 6. Okay, das Sturmgewehr lassen wir sicherlich noch hier, weil das lassen wir ebenfalls hier. Die Zeta-Pistole. Ist schon nett, aber die werde ich vorläufig nicht einsetzen. Und wir müssen wirklich ein bisschen auf das Gewicht achten. Das Revolutionsschwert. Ja, das können wir verkaufen. Okay, und dann noch ein Jagdgewehr, richtig? Also warte, das lassen wir noch hier. Na komm, hier. Okay. Gut, siehst du das, MacReady? Siehst du das? Oh, warte, haben wir noch Ausrüstung gesammelt? Ich hab doch Ausrüstung hier gesammelt, ja. Eine Kochmütze, Lorenzos Anzug. Oh, der gibt uns Charisma. Mehr als unser Hut. Wobei, ich dazu sagen muss, ich habe da ein bisschen investiert. Ach komm, wir sind charmant. Ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Ach, wisst ihr was? Oh, verdammt, du trägst zu viel. Was habe ich jetzt mitgenommen? Oh, 6. Ja, okay, gut. Das ist... Okay, wir nehmen Lorenzos Anzug mit. Und dann schauen wir mal. Was, wenn wir... voller Charme sind. ein bisschen Charme für uns. Good Neighbor war ich... hier. Okay. Weil ich habe... einen zusätzlichen Fähigkeitenpunkt in Charisma investiert. Ich glaube, da sind wir jetzt auf 7 oder 8. Dazu, der Hut bringt Charisma. Also unser Trottelhut, ihr versteht. Und jetzt noch Lorenzos Anzug. Ich habe hier für jede Situation die passende Waffe. Ja. Und schließlich... Selbstschutz, kaltblütiger Mord, heißblütiger Mord. Heißblütiger Mord. Ja, lass mal sehen, was du so hast. Das klingt leidenschaftlich, meine liebe Clio. Leidenschaftlicher Mord. Oder was hat sie gesagt? Ach, ich hab's schon wieder vergessen. Willst du eine Impulsgranate? Nee, die macht schon Schaden. Die behalten wir mal vorerst. Kampfgewehre, ich hab 6 für dich. Was wollte ich dir noch verkaufen? Ach ja, dies hier. Zack. Gut. Weil den Rest brauchen wir eigentlich wirklich nicht. Jetzt hast du aber bei weitem nicht so viel Geld und deswegen nehmen wir einfach entsprechend die Munition dafür. Weil das ist wirklich die beste Waffe, die wir haben. Und wow, da können wir ja richtig einkaufen. Oh, ich bin schon zu weit, das habe ich nicht
bemerkt. Okay, 110 Schuss. Verdammt nochmal, ich verdrück mich wieder. Okay, gut. Danke, Cleo. Munition kann man immer gebrauchen. Und dann gehen wir jetzt hier auf Inventar. Kleidung. Lorenzos Anzug. Minuteman Generalhut. Mehr Charisma geht nicht. Wir sehen aus wie ein Trottel. Aber hey, für die Ladies, meine Leute, für die Ladies, ihr versteht. Also mehr Charisma ist nicht möglich. Geh den anderen Gästen nicht auf die Nerven. Ich versuch's. Also was heißt es nicht möglich? Es ist immer mehr möglich, richtig? Wenn du durch das Tor trittst. Nicht singen! Magnolia, die Person ist beschäftigt. Die Person ist beschäftigt. Nach verflucht, Magnolia! Was ist denn die nächste Quest? Können wir uns hier... Ah, verflucht. Na, wie geht's dir? Ja. Naja, lass mich in Ruhe. Was sitzt du eigentlich so hier? Ich hab nichts zu verschenken. Das interessiert auch keinen Mensch. Halt deine Waffe besser griffbereit. Nur ein gut gemeinter Rat. Oh, hey, Imogen. Oh, du bist's. Ja, hi. Was tust du hier? Ich dachte, du würdest zu deiner Familie zurückkehren. Was geschieht, wenn ich hier was klaue? Rasten dann alle aus? Ja, sie sieht das halt richtig. Entdeckt, ja. Nach verflucht. Kann ich jetzt mit dir? Ich will mit dir sprechen, Magnolia. Was willst du damit sagen hier, Jackie? Ja, das ist eine gute Idee, Magnolia. Brauchst du was zum Entspannen? Fred Allen, Hotel Rexford. Er hat genau das Richtige. Was hat der? Zimmer. Zimmer hat der. Ja, ist das mein Bier? Nicht stehen, okay. Du hast einen Becher, du trinkst was. Das ist super. Magnolia kann echt gut singen. Ist der einzige Grund, weshalb ich hierher komme. Naja, ich will mich auch volllaufen lassen. Das ist eine gute Kombination. Pass gut auf den auf. Bravo! Bravo, Magnolia. Darf ich dir jetzt meine Fragen stellen? Scheint, als hätten wir einen neuen Freak, der sonst nirgendwo hinpasst. Warum bist du, fängst du jetzt ein neues Lied an? Okay, danke! Okay. Dieses Mal etwas Schnelleres, um euch bei Laune zu... Nein! Magnolia? Du wieder? Ja, ich... Ist hi. Wohl mein Glücks... Ich komme auf die Bühne. Die Leute sollen ruhig... Kann ich was für dich tun, Schätzchen? Zuhören. Ja, ich würde gerne mit dir reden. Mich? Was kann ich für dich tun? Ich habe extra einen Anzug für dich. Meinst du, ich könnte dich mal für einen Abend von hier entführen? Ich glaube, das wäre keine so gute Idee. Was? Kann ich das nicht mehr? Tun? Nein. Was ist mit dir? Wie bist du zu dem Job als Sängerin hier gekommen? Oh, ich bin wie ein Singvogel in die Stadt gekommen. Mit einem kräftigen Wind und einem verletzten Flügel. Der Laden hatte eine Bühne, ich musste singen und Whitechapel Charlie brauchte Kunden. Und ach, so Charlie hat sich das der. Hier ergeben. Gibt es sonst noch was? Du hast mir mein Herz gebrochen. Nichts. Ich lass dich dann mal wieder in Ruhe. Komm bald wieder. War das eine einmalige Möglichkeit? Na gut. Okay, Magnolia. Schade. Dein Verlust! Naja. Okay, was ist die nächste Quest, Leute? Was gehen wir als nächstes an? Was gehen wir als nächstes an? Gehst du jetzt? Imogen, geh aus dem Weg. Was ist die nächste Quest? Was machen wir zusammen? Nicht, dass ich planlos wäre. aber wartet, ach ja, da fällt mir was ein. Oh, der lange Weg vor uns begibt dich zum Autobahnkreuz Masspike. Das könnten wir uns dann ansehen. Das wäre für... Hör dir Martys Holoband an.
Melde dich bei Paladin Dance. Nein, wartet. Ach, verdammt nochmal. Sonstiges, hier. Finde die Schätze. Hör dir Martys Holoband an. Untersuche die Galerie Pikmin. Sprich mit Bobby. Untersuche das Museum der Hexerei. Ach, erkunde die Combat Zone. Hör dir Martys Holoband an. Das ist ja nicht so schwer, richtig? Ach, warum bin ich bei Daten? Hier, Hilfsmittel. Diverses. Okay. Wo ist Martys Holoband? Ist das unter M? Ich hoffe ja. Ansonsten suchen wir Stunden. Ansonsten. Hier. Marty Bullfinchs Holoband. Niki, du alter Nietzsack. Hier ist Marty. Ich weiß, es ist schon eine Weile her. Aber ich bin da auf eine etwas geheimnisvolle Sache gestoßen, die deine Schaltkreise in Gang bringen könnte. Erinnerst du dich noch an diese hässliche Grashüpferstatue oben auf Faneuil Hall? Da war eine Notiz dran. Eine Notiz des Sohns von einem gewissen Shem Drown. Ich schätze nicht, dass der Name dir was sagt. Aber der Typ war ein Kupferschmied aus der Zeit, als die Leute sowas noch gemacht haben. Offenbar führt diese Notiz direkt zum geheimen Versteck des Typen. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber ich wüsste schon gern, ob es das Versteck noch gibt. Ich werde mir die Hall mal etwas genauer ansehen. Wenn du das Team wieder zusammenbringen willst, dann lass es mich wissen. Okay. Der goldene Grashüpfer. Waren wir da nicht bei der Faneuil Hall? Abgeschlossen. Gut, das haben wir gehört. Kommt eine neue Quest dazu? Ach, die kam schon. Okay, gut. Okay, Leute, das war jetzt weniger spektakulär, aber hey, wir haben Lorenzo vom Matterhorn bezwungen. Das war nicht mal so schwer. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder mit einem Plan, wie ich hoffe. Und ansonsten, naja, bis dahin und tschüss.